Kinder. Hallo. Hallo ihr Lieben. Heute stellen wir euch was Neues vor. Für uns auch neu. Und zwar Glitzer Transfer Art. Und zwar haben wir hier das Glitzer Studio. Und wir haben noch ein Ersatzpaket dabei. Tattoo Trends mit 30 zusätzlichen Tattoo Designs. Machen wir dann auch noch auf. Und zuerst machen wir das auf. Genau, schauen wir mal, was das alles rauskommt aus dem Studio. Hier fängt das schon cool an. Wir haben hier 6 Döschen mit Glitzerpulver, grün, blau, pink und silber. Kleinen Steinen oder Glitzersteinen und größeren. Wir haben 2 Pinsel im Studio drin. Und einmal sowas. Eine Pinzette und Tattoo-Designs. Und was haben wir noch? Ja, und das Studio an sich. Da ist was. Da ist was? Mensch, da ist was. Ja, die Lupe muss da noch sein irgendwo. Die ist da drinnen, glaube ich. Das kann man aufklappen. Oh. Ist so ein Schmetterling, lässt sich das aufklappen. Einmal das da und das da. Ah, das hängt. Das ist die Lupe. Oh, du schau mal durch. Schauen wir mal durch. Warte mal, erst aus der Folie rausholen. Und hier einmal so ein Dingbum da. Ein Dingbum? Das Dingsbums ist ein Haarband. Das können wir dann designen. Die Lupe haben wir dabei. Oh, sieht man? Ich sehe nichts mehr. Von Blind und Kuh spielen. Ich sehe nichts. Blinde Kuh können wir ausspielen mit dem Ding, das stimmt. So, jetzt bauen wir das Ding mal zusammen hier. Ich höre euch auch. Der Lupe kann man dann super die Nägel designen. Siehst du deine? Ja. Ich lauf mal. Schau mal rein. Und wir machen's. Und du machst mir jetzt die Nägel dann. Und ich mach deine Nägel dann, gell? Soll ich dann deine Nägel machen? Das ist ich mach Witz. Meine Nägel nicht. Doch, das darf ich nicht, das ist ja gemein. So, und dann gibt es hier noch Sonderfolien, die kann man dann auftragen. Und zwar schwarzer Flock. Ich gebe dir immer Gepär. Zweimal. Und wir haben Glitzerfolien in Gold. Glitzersilber. Was haben wir da? So rosa. Metallic. Und lila Metallic. Und das, das zeigen wir euch alles noch, wie das funktioniert. Jetzt bauen wir unser Set mal auf hier. Da können wir dann die Folien reintun in die Dinge hier. Wo? Da können wir sie verstauen drin. Und dann? Oh nee, das sind schwarz. Jetzt sind die bunt. Und da können wir die Döschen platzieren. Ich helfe dir. So. Machen wir da die. Da die. Nein, manchen. Manchen dahin. Und dann machen wir die Steinchen hierher. Und das da? 2 Pinsel. Oh cool, ich kann jetzt mal ins Glitzer rein. Und eine Pinzette für die Glitzersteinchen. Papa, tu mal deinen Finger das, da. Das Werkzeug können wir dann darüber tun. Papa? Ja? Wie magst du deine Nägel haben? Sag's mal. Blau, ich finde sie am liebsten so, wie sie sind. Nein, du musst was sagen. Was magst du für eine Farbe da, da oder da? Grün. Grün, okay. So, dann zeige ich euch noch die Nägel-Designs. Die Tattoo-Designs meine ich. Kann man natürlich auch für Nägel nehmen, die kleinen. Ich hoffe, man kann es sehen. Das sind ja nur die Kleber, die man auf die Haut aufbringt oder auf die Nägel. Und da bleibt dann das Glitzerpulver hängen dran. Oder der Flock. Und dann gibt es natürlich größere für die Haut. Ein paar so Elfen hier. Blumen. Blumendesigns.
Ein großer Schmetterling. Der passt nicht auf meine Haut. Okay. Willst du einen haben? Und dann haben wir so mittelgroße. Und ganz kleine. Und nochmal kleine für Nägel. Papa, darf ich dir den großen Schmetterling auf die Haut machen? Bitte. Was? Den großen Schmetterling. Ja, vielleicht im zweiten Video, aber dann erst. Ja. Und jetzt packen wir noch die Ersatzpackung hier aus und schauen mal, was da für Designs drin sind. Ah, Mann. Okay, ich mach das. Ich mach das. Nein, ich. Da. Und da ist noch was. Da gibt es dann auch gleich nochmal extra Glitzerpulver drin. Zeig eine mal. Pinzette, ein kleiner Pinsel. Pink liebt dein Papa. Und die Tattoo-Designs interessieren mich jetzt am meisten. Warum? Die sind nämlich cool, gell? Nein, mach das mal auf. Das geht auch nicht mal auf. Jetzt kurz, kurz. Also, da gibt es auch Elfen. Aber ich glaube, die sind nicht genau identisch. Papa, ich sehe dich. Sag mal hallo im Video. Sind auf jeden Fall andere. Das sind die aus dem Ersatzpaket. Hier aus der Grundbox, aus dem Studio. Einen großen Schmetterling wieder, aber auch anderes Design. Ja. Mit hier haben wir Schleifen und Herzen. Und hier nochmal Schmetterling-Designs. Jetzt haben wir ausreichend Designs. Ausreichend Pulver. Ah, jetzt haben wir ja sogar noch ein dunkles lila Pulver. Das war im Studio nicht dabei. Das ist also andere Farbe wie im Studio. So, das gefällt mir alles aus dem Studio und aus der Ersatzpackung. Dann kann man schön in dem Studio arbeiten. Unterbringen. Und jetzt machen wir noch ein kleines Tattoo der Millet auf den Arm nicht oder da. So. Nein, auf den Arm. Warum nicht auf den? Und dann kommen noch mindestens zwei weitere Videos zu dem Thema. Und ich sag, welche Farbe ich will. Ich nehme mir sowas. Die Rose? Ja. Okay. Die schneiden wir jetzt aus. Du schneidest das Herz. Das soll jetzt wahrlich sein, gell? Schön. Und dann da. Muss man die beiden Folien voneinander abziehen. Hier ist dann der Teil, weiß nicht, ob man sieht, der klebt. Den müssen wir jetzt auf die Haut übertragen. Ich möchte es da. Unten? Ja, da. Da. Genau. So. Muss man sich ein bisschen Geduld lassen. Durch die Körperwärme löst sich der Kleber dann ab und bleibt an der Haut haften, mehr als an der Folie. Dann zieht man die Folie ab. Cool. So, jetzt muss man aber den Arm ruhig halten. Weil ich möchte, die grüne Farbe, die da unten haben. Als Stiel halt, ja? Ja, wir machen Stiel. Die Rose jetzt so, wie sie in echt halt ist, oder? So, mit dem Pinsel nimmt man dann die Glitzerfarbe auf. Aber sehr wenig. Und da hat es noch einen Deckel drauf, sehe ich gerade, aber da oben gibt es genug. Ist schwer, oder? Funktioniert ganz gut, muss ich sagen. Darf man das rauszupfen? Also mir macht das schon mal wieder Spaß. Ich bin ja so ein Pinsler.
Ich kann besser pinseln. Ah, wo? Ich würde sagen, die machen wir silber da noch ein bisschen. Okay. Ja. Später. Cool. Schön. Funktioniert einmalig, finde ich. Super. Kann man eigentlich gar nicht viel falsch machen. Das kann auch den Mamas machen. Das kann jeder machen. Ja, jeder. Das kann auch ein Baby. Gell? Der malt einfach auf die Rose, aber sind nichts. Oder, Papa? Ja, überall, wo es kleben bleiben soll, bleibt es kleben. Kann Baby draufkritzen, ihr will. Kann nichts passieren. Toll. Cool. Und jetzt machen wir noch ein bisschen Silber. Dann die Blätter. Mal ein bisschen den Arm. So, ja. Toll. Schau. Cool. Und fertig ist unser Tattoo. Tattoo. So, das war unsere erste Entdeckungsreise in die Glitzerwelt. Wie vorher gesagt, es kommen mindestens noch zwei Videos, zwei Ergänzungspacks stellen wir euch noch vor. Und ein paar Designideen im nächsten Video. Da werden wir auch eine Handyschale designen mit Flock oder mit Goldfolie. Auch wieder mit so einer Goldfolie. Ich krieg auch ein Tattoo. Millet wollte ja auch eins machen. So, das war unser Glitzerstudio von Glitzer. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Wir finden das Produkt richtig cool, muss ich sagen. Schön mit Glitzer. Da wollen wir schon noch ein paar Tattoos machen die nächste Zeit. Bis zum nächsten Video. Na, tschüss. Tschüss.